Hallo und herzlich willkommen in einer weiteren Folge Kosmotier. Das ist der automatische Speicherstand. Wir hatten im letzten Game nicht nochmal manuell gespeichert. Ich bin auch ganz froh, dass es noch eine automatische Speicherfunktion gibt, die dafür gesorgt hat, dass wir hier gespeichert haben. Gut, wir haben ein zweites Schiff. Haben wir nicht? Crew entsenden. Haben wir das nicht schon gemacht? Ist sie nicht schon entsendet? Ist das noch nicht mein Schiff? Warum ist das noch nicht mein Schiff? Sind so viele gestorben? Jetzt bin ich ein bisschen überrascht. Ich habe eine kurze Pause gemacht. Ich dachte, wir haben das Schiff schon gekapert gehabt. So, einfach nochmal rüber. Okay, das ist jetzt unser Schiff. Super. Jetzt wird hier nochmal überall aufgetankt. Jetzt geht es ab, zurück in die Heimatbasis und dann können wir weitermachen. Ich weiß, das habt ihr in der letzten Folge auch schon gesehen. Das tut mir sehr leid. Das ist ein kleines Replay. Nein, nein, nein. Wir haben jetzt keine Zeit, uns noch zu battlen. Wir wollen erst das Schiff reparieren. Auf jeden Fall. Und wir müssen ein paar Missionen abgeben. Also, und vor allen Dingen brauchen wir Crew. Mit einer aufgeteilten Crew ist schon nicht so einfach. Ach, da tischt er einfach ab. Das ist ja frech. Okay. So, wir hatten ihn auch schon letztes Mal umgebaut. Ich hatte ihn auf jeden Fall im Frachtraum gegeben, weil der einfach gar keins hatte. Wir rufen mal die Station. Geben mal die ganzen Kopfgelder ab. Bezahlen, bezahlen, bezahlen. Das waren insgesamt... Ist das ein bisschen was? 12.500. Damit können wir auf jeden Fall alles reparieren. Und wir bauen einen Frachter hinten dran. Warte mal, wir gehen mal in die Blaupause. Reduziert Rückerstattung. Halte. Das verstehe ich immer noch nicht. Reduzierte Rückerstattung. Reduzierte Rückerstattung. Ah, das heißt, wenn ich das verkaufe, kriege ich weniger Geld zurück. Ich kann nicht das nicht einfach so verkaufen und einfach Gewinn machen. Ich kriege eine reduzierte Rückerstattung. Das habe ich das letzte Mal nicht geschnallt. Ah ja, okay, verstehe ich. Also ist das Umbauen und Verkaufen von anderen Schiffen, die wir hier bekommen, etwas kostenintensiver. Okay, dann ist das so. Ja, komm, mach das da dran. Alles schick. Dann hast du auf jeden Fall schon mal einen Frachtraum. Braucht dieses Schiff mehr? Es hat zwei Kanonen. Es hat einen Reaktor. Es hat ein Cockpit hier vorne. Ich würde das gerne vorne ein bisschen panzern. Ey, das ist ein bisschen nervig. Abbrechen. Wir machen das mal. Dann kann man das hier so spiegeln irgendwie. So. Gut. Ja, gepanzert ist das nicht so ganz so verkehrt. Finde ich okay. Hier kann man auch spiegeln, ne? Okay, das bauen wir auch dran. Ein bisschen Panzerung kann nicht schaden. Oh, das ist ein bisschen nervig hier mit dem. So, dann kann er ein bisschen mehr Damage ab. Die Leistung ist soweit okay. Hat einen kleinen Frachtraum. Weiß ich noch nicht, ob wir das jetzt noch weiter pushen müssen. Ja oder nein. Wir haben ja das große Flaggschiff, was ein bisschen was ja ein bisschen rumballern kann. So. Da gehen wir jetzt auch nochmal bei. Was wollten wir denn da machen? Gab es da eine Blaupause? Wir wollten da die großen Triebwerke dran knallen.
erinnere mich. So. Können wir das so machen? So und so. Und Triebwerke hier, das müsste doch so passen. Boom. Das sieht fett aus. Das sieht fett aus. Ich hätte gern. Sollten wir die weiter ganz nach oben machen, damit wir eine bessere Lenk- und Drehbewegung haben. Hier unten haben wir. Also wir haben ja unten. Hier unten können wir Schub machen nach links, rechts und hier oben wäre dann noch gut. Und wir haben eine doppelte Brems- und Gasgebefunktion. Also Gasgebefunktion. Das ist ein tolles Wort. Gasgebefunktion. So. Bauen wir mal so. Braucht natürlich auch Energie wiederum. Jetzt wird es langsam interessant in Richtung großen Reaktor zu denken. Dazu brauchen wir wahrscheinlich noch ein bisschen was. Wir gucken mal hier Energie. Mittleren Reaktor kostet 10.000, um den freizuschalten. Der wird interessant werden. Achso, wir wollten eine Crew anheuern. 6 Mann. Oh, das, wir sind viel zu wenig Leute. Können wir irgendwas verkaufen? Uran. Wir haben eigentlich nichts, was wir verkaufen können. Das brauchen wir alles. So Munition und so, das brauchen wir auch alles. Wie viele Leute sind wir jetzt hier? 13 von 24 möglichen. Sieht auch ein bisschen blöd aus hier. Ich setze mich nochmal hier woanders hin. So. Passt vielleicht besser. So, wo bleiben die 6 Piepilze? Die können auch nur 4. Da können wir nachher irgendwann die Räume ein bisschen größer machen. Und die Panzerung. Also, größer machen geht ja immer, ne? Wir müssten noch ein Asteroidenfeld räumen. Okay. Und die Kopfgelder hier einsammeln. Das dürfte mit 2 Schiffen doch kein Problem sein. Ich hätte nur ein bisschen Sorge, dass einfach mein zweites Schiff mit kaputt geht. Ich hätte das gerne immer ein bisschen hinter mir. Kampftaktiken fortgeschritten. Okay, ja, und da kann ich halt die Richtung ansteuern. Deine Flotte befehligen. Wenn du mehr als ein Schiff hast, klicke mit der linken Maus auf das Schiff, das du kontrollieren willst. Das kontrollierte Schiff wird von einem grünen Rahmen umgeben. Wenn du mehrere Schiffe gleichzeitig kontrollierst, klicke mit der linken Maustaste und ziehe eine Box um die Schiffe. Das üben wir mal kurz. Verstanden. Ah ja, okay. So bleiben die wenigstens Informationen. Das ist natürlich super. Und dann hoffe ich mal, dass der Große ein bisschen den Damage zieht. Und auch macht. Das könnte echt lustig werden. Mit 2 Schiffen finde ich auch krass. Wir können eine ganze Flotte bauen. Das ist unfassbar riesig nachher. Wenn wir alle Schiffe, ich meine, okay, ja, die kleinen Schiffe werden ein bisschen schlechter ausgestattet, weil sie halt nicht so, also, weil es teurer ist, die auszustatten, vielleicht, irgendwie. Aber wie viel Damage man produzieren kann. Dann wird es auch interessant, so eine Basis mal anzugreifen, ne? Wenn man dann einfach 4 Schiffe von allen Seiten rauffeuern lässt. Crazy. Gibt es nicht noch eine Funktion, dass man alle Schiffe gleich bauen kann? Das wär noch lustiger. Genau, so finde ich das gut. Wir sollen das freiräumen. Also gibt es hier ein paar mehr Feinde. Drei insgesamt anscheinend. Quintarius ist auf jeden Fall jetzt richtig schnell geworden mit 87,7 Metern die Sekunde. Das ist halt schon geil.
Vorher waren wir bei um die 50. So, halt, stopp. Der Quintarius möchte ich, dass du direkt auf das Cockpit ballerst. Während du da den Schaden wegnimmst. Wieso ist denn hier keiner an den Geschützen? Das war jetzt nicht euer Ernst. Die fliegen in den Kampf und da ist keiner an den Geschützen dran. Yo. Also, da machen wir auf jeden Fall gleich einen Reaktor kaputt. Immer noch drei Gegner. Komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Okay, das haben wir schon geschrottet hier. Okay, jetzt ist es echt ein bisschen Management, ne? Ein bisschen hin und her gefrickelt und beide Schiffe so am Laufen halten. Wer macht was? Also einer wäre wirklich ganz gut, der eine macht wirklich Frachtern. Der nächste tankt ein bisschen. Warte mal, ihr geht mal da unten, macht das mal alles sauber. Und du? Ihr holt mal euch das. So, jetzt sieht es zu weit auseinander. Da kommt mich schon der nächste. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, alle drin, alle drin, alle drin, alle drin, alle drin. Warum nicht? Warum nicht? Nein, oh nein, oh nein. Scheißdreck. Jetzt ballert er die ganze Zeit auf uns und unsere Crew ist noch gar nicht an Bord. Komm schon, macht alle reinsteigen. Der schießt und macht und tut und ballert. Ihr besetzt doch mal die Geschütze. Was ist hier los? Oh ja, erstmal ein bisschen Energie umhertragen. Geschütze hätten wir nicht so für wichtig. So, die automatischen Geschütze funktionieren wenigstens, das ist schon mal gut. So, jetzt aber Feuer. Sind hier alle eingestiegen? So, boah, den hat er abgefangen. Krass. Einmal rum. Und komm, eine volle Salve, ruf da. Jawohl. Fliegt der denn? Warum fliegt der denn so blöde?
Kannst du schießen? Ist da wenigstens einer am Geschütz? Rauf aufs Cockpit. Kramt ihr euch nicht gegenseitig jetzt in den Arsch hier? Das gibt's ja gar nicht. Du zurück, du dahin. Kommt euch die nächsten auf uns zu? Nein, halt, stopp. Du machst das. Repariere alles. Okay. Und du? Das? Und repariere auch alles. Okay. Okay, 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 okay. Sollte gut gehen. Wenn jetzt nicht gleich der nächste ins Zielgebiet kommt. Hier fehlt auch echt Energie, ne? Das ist halt, wir müssen noch mehr von diesen Kondensatoren bauen, glaube ich. So, die fliegen erstmal so weit weg. Glaube ich, müssen wir ein bisschen im Kopf behalten, im Auge. Die sind nur zu viel, die brauchen ein bisschen was eingesammelt haben. Aber haben dann auf jeden Fall ein paar Stahlreserven und ein bisschen Zeugs auch, um sich selber ein bisschen autark zu leben. So, hier alle an Bord. Hier wird Munition nachgeladen. Sehr gut. Wichtig. Wir haben jetzt auch wieder Platz. Wir fliegen gleich nochmal nach oben, weil hier gibt es ja auch noch genug zu holen. So. Halt, stopp. Irgendeiner ist hier noch nicht an Bord. Das geht so nicht. Ihr müsst alle mitnehmen. So, alle an Bord. Nein, dahin. So. Gut. Ressourcen einsammeln. Haben die in der Zeit schon ein bisschen sortiert hier? Das ist ein bisschen ist blöd, wenn man zu wenig ist, ne? Ach, da ist echt noch einer hinterher gewesen. Das gibt's doch gar nicht. Ach, man kann die auch zusammen einfach sammeln lassen. Na gut, man könnte es jetzt ein bisschen aufteilen und sortieren. Das wäre vielleicht einfacher. Im späteren Verlauf. Aber egal. Freund oder Feind? Dann schalten wir die beiden noch aus. Schlachten die aus. Und dann ist Abfahrt. Und dann füllen wir die Quartiere auf. Und hier müssen wir die Quartiere erhöhen. Zwei, hier sind jetzt vier drauf. Ein Sechser-Team wäre auf jeden Fall genial. Entweder ein Sechser-Team oder ein Zwölfer-Team sogar. Aber Zwölfer-Team brauchen wir auf zwölf Personal. Das ist echt heftig. So, einsammeln hier. Wie sieht's hier aus? Hier nochmal kurz voll machen. So, und jetzt hoffen, dass sie sich wieder trennen ein bisschen. Wir packen mal hier hinter dem Planeten, hinter dem Asteroiden hier, wo es Kupfer gibt oder was auch immer. Raus aus der Schussbahn, du bist ja nun wirklich der kleinere von beiden. Triebwerk zerschossen, geil.
Da ist noch einer. Du holst dir den. Geh den von der Seite an. Zerschieß ihm hier die Geschütze. Den haben wir ausgeschaltet. Gut. Könnten die Damen und Herren hier von diesem Schiff einfach mal beide Geschütze bedienen? Nein, wir wollen hier auf das Cockpit. So, er kann kein Damage mehr bekommen, weil auf der 16. Seite das Geschütz ist kaputt. Dann gehen wir hier auch auf das Cockpit. Haben wir es gut getroffen? Sehr gut, sehr gut. Du dahin. Du dahin. Okay. Und du machst hier die Bergung. Wir reparieren erstmal noch alles. Auch alles repariert. Sehr gut. Schön. Schön. So, ich bin hier gerade ein bisschen tief drinne und vertieft. Das ist halt viel, was man koordinieren muss. Zwei Schiffe. Ich gucke mir ganz genau das Management an. Was machen so die ganzen Leute und so. Das ist halt... Ja, es macht mir mega Spaß. Es ist... Umwerfend. Es ist wirklich umwerfend. So, mal auf alter Geschwindigkeit. Wir müssten das hier geklärt haben. Ne? Asteroiden haben wir geklärt. Das waren 3 von 3. Da war noch irgendwie noch ein Vierter dazu. Hier ist noch ein Kopfgeld. Das haben wir auch. Und dann haben wir noch, fehlt noch ein Kopfgeld. Das ist dort. Und dann haben wir diesen Bereich geklärt. Und safe. Hast du noch Platz im Frachtraum? Ja, da ist noch ein bisschen Platz. Du kannst hier also noch ruhig aufräumen. Mit deinen 3-4 Piebitze. Ach, da ist ja auch noch was. So. Schön, 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 schön. Ich kann auch einfach einen zweiten kleinen Reaktor da hinsetzen, aber... Macht keinen Sinn. Oder? Nee, die Leute müssen nur doppelt so viel laufen, weil sie 2 Reaktoren ausplündern müssen. Und dafür habe ich die Leute wieder nicht. So, Speed ist gut, Wendigkeit ist okay. Wir können das Schiff ja noch ein bisschen umbauen. Was fehlt, ist ein bisschen Manpower für die Elektrik. Der Schildgenerator, der gefällt mir nicht so wirklich. Wobei er uns, glaube ich, schon ein paar Mal in den Arsch gerettet hat, ohne dass wir es wirklich mitgekriegt haben. Diese 2 Laserkanonen behalten wir, packen wir einfach mal mit auf die Seite, glaube ich. Und ersetzen die vorne durch ein paar große. Weil die meisten Angriffe machen wir frontal. Was machst du denn jetzt hier? Habe ich aus Versehen hier auf... Was bauen wir hier ab? Was ist das? C? Was ist das? Was habe ich abgebaut? Wo liegt das? Da? Lagerhalle? Ich will gerne wissen, was haben wir da abgebaut? Steht das hier irgendwo so? Warum nicht? Das sehen wir spätestens nachher beim Handeln. So, hier ist noch ein bisschen was übrig. Platz haben wir keinen mehr großartig, glaube ich. Und auch hier ein bisschen Reaktormasse, das nehmen wir noch mit. Mit ein bisschen Stahl und sowas, das ist alles gut. Wir müssen also ein bisschen was überlassen. Okay. Immer noch zu viel Munition hier. Kannst du die ein bisschen rausräumen?
Rein theoretisch, guck mal, hier ist ein Platz frei. Können wir das nicht ein bisschen zusammenräumen alles hier? Ein bisschen sortieren? Habe ich dann wirklich mehr Platz? Ist das geil, Alter, wenn die das echt noch sortieren und ein bisschen Lagerfacharbeiter machen. Das ist ja mega gut. Bis jetzt noch nicht. Mach mal weiter. Die räumen das alles nur ein bisschen dichter ran, ja? Wenn die Zeit haben, räumen die es einfach dichter ran, damit die Laufwege kürzer werden, wenn dann ein Einsatz da ist. Ist das so? Das ist für Early Access echt gut. Das ist wirklich auch durchdacht, ne? Genau, da raus. Da raus. Guck mal, schon sind zwei frei. Da sind auch zwei frei. Guck an. Tja, die sortieren die einfach mal den Laden noch ein bisschen. Das lohnt sich also echt noch mal zu warten. Die sortieren das weg. Und dann laden die den Rest auch noch mit ein. Krass. Gut, dass wir jetzt hier ein bisschen was abgebaut haben, finde ich jetzt ein bisschen blöd. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Das können wir dann machen, wenn es irgendwann mal soweit ist und wir sagen, brauchen wir jetzt. Alles klar. Ich denke, wir sind soweit einsatzbereit noch. Wir können... Ja, wir fliegen erst zurück. Und zwar einfach aus dem Grund, dass wir ein bisschen abladen können, Geld einsammeln können. Dann mache ich das kleine Schiff ein bisschen dicker. Füll es erstmal mit Crew auf. Das ist echt viel. Wir können 11 Leute anheuern, kostet 15.000. Und damit ist unser Geld wieder weg. Scheißdreck, Alter. Na gut. So schlimm ist jetzt auch nicht. Warte mal, wir können ja nochmal im Bereich Handeln gehen. Gucken, was könnten wir jetzt hier verkaufen. Was haben wir hier eigentlich außersehen mitgenommen? Kunststoff. Ah, hier. Handel einleiten. Das räumen wir raus. Dann haben wir ein bisschen Platz. Das behalten wir alles. Spulen, Eisen. Hast du nie gesehen? Das behalten wir alles. Munition ist eigentlich auch nicht mehr so viel. Wir haben die Hälfte schon verballert. Ja. Crazy shit. Ja, ich hätte gerne, dass er auch noch ein bisschen Personal bekommt. Aber dafür haben wir gar keine... Das... Müssten wir das ganze Schiff ein bisschen umbauen. Also wenigstens eine 6er-Kabine machen, ne? Nein, nicht spiegeln. So. Ja, ja, so. 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 Passt das überall? Machen wir so? Okay. Gut. Und könnten wir denn dennoch Personal reinpacken? Die sind also teuer. Was wir verkaufen können? Stahl. Verkaufen wir. Ich denke, es ist einfach wirtschaftlicher, wenn wir einfach zweimal mehr sind, die dann auch wirklich, dass die Geschütze immer bedient sind. Finde ich nice. Komm mal rein. Haben sie ihn weggeschossen? Wo war der jetzt?
Da. Genau, du brauchst diesen Mann da noch. Nimm ihn mal mit. So, Abfahrt hier. Ja, da haben wir nichts mit zu tun gehabt. Jetzt ist das ein herrenloses Schiff jetzt einfach? Können wir das auch mitnehmen? Oder bauen wir das einfach ab? Wir bauen es einfach ab. Drei Schiffe würden mich jetzt komplett überfordern. Ich muss erstmal mit zwei klarkommen. Bin ja auch ein alter Mann. Sehr gut. Macht der auch was hier? Ja. So, die bauen das fleißig ab, das ganze Schiff. Das finde ich super. Gibt es irgendwas zu holen? Nö. Also nur Stahl und ein bisschen Rohrleitung da hier. Diese. Was sind das hier? Spulen. Ein wenig angereichertes Uran. Das braucht man natürlich tatsächlich, um Reaktoren nachher zu bauen und so. Das ist super. Ja. Und damit beende ich also auch diese Folge. Wir sind wieder bei einer halben Stunde. Also die Zeit vergeht so rush. Krass. Checkt Discord ab. Checkt die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr alle Links. Dort findet ihr den Quinn's World Server auf meinem Discord. Hoffentlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen tollen Abend. Auf Discord findet ihr alle Ankündigungen. Auf Discord solltet ihr einen Kontakt zu mir finden. Ihr könnt alles anregen, worauf ihr so Bock habt. Checkt meinen Hauptkanal ab. Quinn's World. Das ist ja hier Let's Quint. Ja, und lasst ein Abo und lasst ein Like da. Und lasst uns einfach weiter Spaß haben. Finde ich sehr gut. So. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.